Mädels, herzlichen Glückwunsch zum Vize-Weltmeistertitel. Sarah, die erste Frage geht erstmal an dich. Wie viel hast du von dem Rennen mitbekommen und wann war dir klar, okay, die Ungarn sind weg, aber Silber packen wir heute? Also ich bekomme immer nicht so viel mit, obwohl ich vorne sitze, aber ich will das auch so. Also ich meine, wir haben das geübt und wir wollten unseren Rennplan durchziehen, das haben wir gemacht. Die Mexikanerinnen neben uns habe ich noch ein bisschen gesehen, aber bei 500 haben wir dann nochmal Druck gemacht und da habe ich schon gemerkt, okay, wir können noch und die bleiben da so ein bisschen hinter uns stehen. Aber hier ist auch so eine krasse Kulisse und wenn man gegen Ungarn fährt, ist es so laut und da wollten wir einfach den Abstand so klein wie möglich nach vorne machen und die so viel wie möglich unter Druck setzen und das haben wir, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Tabea, ich habe gelesen, du bist ein Kaffee-Junkie. Belohnt sich dann so ein Kaffee-Junkie jetzt nicht mit einem Sekt, sondern mit einem ordentlichen Espresso? Ja, da fehlt mir schon, das ist richtig, ja. Gibt jetzt erstmal ein bisschen Kaffee und ein bisschen Ruhe. Ja, auf jeden Fall. Und dann habt ihr beide ja noch was vor, dafür wünschen wir euch alles Gute und haut noch rein. Danke. Dankeschön.